mir heute mal wieder ein Notizbuch gestaltet. Ich nehme euch da mal kurz mit. Bleibt dran. Viel Spaß. Ich möchte mir heute endlich mal wieder ein kleines Notizbuch fertig machen mit Strasssteinchen. Das sind so diese chinesischen Sternzeichen. Finde ich ganz niedlich. Da sind so ganz süße Figürchen. Da hatte ich mir schon mal einen Hund gemacht und irgendwie weiß nicht was noch. Und hier habe ich jetzt so eine kleine Maus. Die will ich jetzt unbedingt mal anfangen. Wir haben alles mit dabei. Steinchen, Schiffchen und sowas ist alles mit drin. Und dann kann man loslegen. Auch immer so ein Stift, obwohl man nach einer Weile diese Schiffchen und Stifte eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber man muss es ja immer wieder dabei haben, für wenn Neueinsteiger sind, dass man das alles wieder dabei hat. Also hier werde ich mich jetzt erstmal dran machen. Schaut mal, ich habe schon ein bisschen angefangen hier, die ersten Steinchen zu legen. Diese weiß-durchsichtigen finde ich immer ganz cool. Mit irgendwas muss man ja anfangen. Und sieht doch schon mal gut aus. Das wird hübsch. Wird richtig schön. Also die sind immer schön, diese. Und ist immer wieder ein schönes Geschenk. So ein Notizbuch und kann man selber auch gebrauchen. Die kann mich immer nicht entscheiden, verschenken oder behalten. So, ich mache dann erstmal weiter. Los. So, ich bin schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Also die Maus sieht doch wohl wirklich süß aus. Jetzt habe ich hier bloß noch ein paar Sieben zu legen. Das dauert nicht mehr lange. Also insgesamt braucht man für so ein Bild, glaube ich, 2 Stunden und dann ist man fertig. Das geht doch. Ja, sieht cool aus. Und geht schnell. Ja. Es ist vollbracht. Das Werk ist fertig. Also ist ein schönes, kleines Büchlein, wie gesagt, schön zum Verschenken oder selber nutzen. Kann man sich ja entscheiden, wie man es machen will. Die Entscheidung fällt immer schwer, aber das ist so. Und ich habe jetzt ungefähr so 2 Stunden dran gebraucht. Länger braucht man dafür nicht. Also ihr Lieben, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Im Moment habe ich daran wieder Spaß. Ja, ja. Merkt man. Und ich kann wieder filmen. Ja. Ja.